Leute, hier sind wir bei Akron, Attack of the Skrulls, und mit dabei ist der Chris Reality, hier, wie ihr seht. Und der ist auch Hallo. Mit im Chat quasi. Ja, Chris, wir haben gerade mal eine ganz kurze Runde zum Testen gemacht. Da warst du ganz alleine als Eichhörnchen. Und ja, jetzt können wir hier ein paar Bots einfügen, um ja, damit du ein bisschen Unterstützung hast, ne? Ja, sonst kann ich keine Eicheln klauen. Genau, also Ziel ist es, hier zum Baum zu kommen und Eicheln zu klauen. Und ich habe ein paar Sachen zum Abwehren. Und ja, der Chris müsste jetzt nochmal die Raum-ID angeben, weil er gerade hat den Raum verlassen. Ja, ich habe gerade. So, jetzt. Da ist er wieder. So, ich würde sagen, wir starten jetzt mal. Wir können uns dann verschiedene Maps aussuchen. Wir können einfach mal hier Höhlenplateau machen. Ja, und los geht's. Mit bis zu 12 Spielern kann man das Ganze machen, die an den Handys sitzen. Und einer ist halt wie ich jetzt hier der Baum. So, und da sind sie schon. Ui, da sind jetzt viele. Wir haben Wasser, dann werden die ein bisschen langsamer. Klaut die Eiche. Ja, also ja. Das kann schnell hektisch werden. Ja, 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 geil. Oh, ey. Schnell, die holen wir uns. Los, Kumpel, komm. Ach, Junge, lässt das Ding fallen. Oh. So, ey. Das muss schnell wieder zurück zu mir. Der Chris, der will es aber wissen. Oh, ja. Komm, lauf doch mal. Oh, ey, die Steuerung ist aber hier auf dem Handy echt ein bisschen, gerade mit der Touch-Steuerung. Wäre ganz cool, wenn es da auch noch eine, kann ich die eigentlich nehmen, eine PC-App vergeben würde, ne? Das wäre geil, wo du wenigstens mit Controller oder so spielen kannst. Junge, jetzt hör auf, mich abzuschießen. Ich gleich. Jetzt, okay. So, jetzt haben wir eine Eichel und drei Stück sind noch. Okay. Hau so ab. Was hast du zum Werfen? Ich sehe da nur so vier Dinger, die da ich bei dir kleine, sind. Ich habe kleine Kugeln, ich habe Wasser, damit die Gegner verlangsamt werden, und ich habe eine große Kugel. Da ist er wieder. Boah. Und dann musst du auf die Eiche wieder drauf schießen, um die wieder zu dir. Und genau, damit die wieder zu mir kommt. Da ist er. Jetzt will er sich hier verstecken. Gibst du dir? Oh, Junge. Ah, das ist gar nicht mal so einfach. Also du hast ja eben alleine war es ja fast unmöglich, ne? Ja. Aber das ist jetzt auch schon für mich echt schwierig. Ja, ist doch fast wie ein Wave-Shooter, oder? In der Luft blatt gemacht. Scheiße. Ihr bleibt von meinen Eicheln fern. Also ich stelle mir jetzt vor, wenn man das wirklich mit der Community zocken würde, mit 12 Gegnern, boah, dann wird das richtig heftig werden. Aber machen wir mal volle Anzahl an Bots. Chris ist ja dabei, also insgesamt 8 Gegner. Ja. Machen wir mal die nächste Map. Los geht's. Ja, ein nettes Partygame, würde ich sagen, ne? Mhm. Also die Handy-App ist eigentlich schnell runtergeladen, beinhaltet In-App-Käufe. In-App-Käufe sind nur Skins, die ihr euch kaufen könnt, also kann man drauf verzichten. Und dann habt ihr halt 1, 2, 3, 4 verschiedene Charaktere, mit denen ihr spielen könnt, die verschiedene Fähigkeiten haben. Das ist eigentlich ganz cool. Also kann man sich eigentlich gut miteinander absprechen, dass der eine das macht, der andere macht das. Das ist eigentlich ganz praktisch.
Wie kann der mich denn platt machen mitten im Sprung? Also, das ist also ich kann auch wirklich in die Dings zielen, ne? In die Luft zielen. Ja, das ist gut, Kumpel. Komm, warte. Ja. Mein Gott. Das riecht mich jetzt schon auf hier. Nein. Du hast meine Armstellen da. Okay, ins Wasser darf man auch nicht fallen. Da ist man sofort tot. Okay. Boah, jetzt wird's hier richtig stressig. Ja, ist gut. Sehr gut. Boah, ey, das kann nicht sein. Also wirklich. One-Shot bis hier down. Oh, das Wasser ist echt scheiße hier. Da denkst du wirklich, du kannst durchgehen? Junge. Der Quiz. Ach, ich kann sogar hinter dir laufen, okay. Kommst du ab? Ey, das kann nicht sein. Ich dachte, ich kann mich so schön anschleichen. Boah, das ist jetzt, Ja, komm, ich halt hier mit den Kleinen. So, nee, das kann doch nicht sein. Eine einzelne Eiche bis jetzt gerade mal gepackt. Das ist aber jetzt... Mein Arm wird langsam taub. Also bist du nur am Werfen, ne? Man ist echt nur am Werfen. Lass meine Eicheln doch da. So, jetzt kommt hier der Fortnite-Trick. Nein! Ich bin ins Wasser gefallen. Ich habe jetzt fast eine Eiche gehabt. Ach, scheiße. Ja, das war jetzt richtig gut gewesen. Ja, da ist er. Oh, ey, yes. Aber das war schon echt knapp. So, weiter, jetzt haben wir Squirrel Peak. Komm, das hört sich schon. Und 10 verschiedene Sprachen können wir einstellen in der App. Also Deutsch ist auch super. Ist auch kein Google-Deutsch, wie man so in manchen VR-Spielen kennt. Okay, das sieht jetzt wieder anders aus hier. Okay. Der macht mich jedes Mal platt hier, ne? Aber wenn die mit ihren Schildern kommen, ist das auch echt schwierig. Ey. Ja, ich glaube, in den Schild, das ist gar nicht so übel, aber der ist halt übel lahmarschig, ne? Ja, das war gut, Kumpel, das war gut. Ja, gibt's das denn? Ja, das ist gut. Oh, lass doch jetzt endlich. Jetzt muss ich echt mal gucken, dass ich meine Eicheln wieder kriege. Dass wir nicht nur abwehren, sondern auch die Dinger wieder zurückbringen. Mhm. Los, Leute, strengt euch mal ein bisschen an hier. Mein Gott, ey. Also ich schwitze schon ziemlich. Das wäre eigentlich ganz geil, wenn so ein Charakter irgendwie noch könnte, dass er irgendwie eine Smoke oder so, dass du so ein bisschen geblendet bist, damit du gar nichts mehr siehst, so für ein paar Sekunden. Das wäre ganz praktisch. Ja, ja. Ich versuch's
erstmal hier mit dem Junk. Ey, das kann. Das kann nicht sein, ey, wirklich. Ganz vergessen, war gerade, dass ich gerade die große Kugel noch gekriegt habe. Ja, aber so ein Spiel geht auch nicht so lange, also es hat man schnell mal gespielt. Ist ja mal ganz cool. Ich sehe als Baum natürlich auch meine Baumwipfel die ganze Zeit. Das ist natürlich auch ein bisschen störend. Aber soll ja auch ein bisschen realistisch sein. Nein, jetzt bin ich von der Map gefallen. Ach, scheiße, das war's. Sudden Death. Nee, ich wollte mich gerade verbuddeln. 4-0. Aber es scheint gar nicht so einfach zu sein, auch für die. Ja, du kennst ja, du kennst ja die Touch-Steuerung, das ist ja immer. Ja, das stimmt. Ist natürlich auch schwierig dann. So, oh, jetzt wird's dunkel, okay. Da geht's ja eigentlich fast nur geradeaus, kann man bald sagen. Ja, okay, man kann. Okay. Junge. Aber ey, das kann doch nicht sein, kannst du dich auch noch rumdrehen als Baum. Du hast mich gut abgelenkt. Hatte gerade einer das Ding schon geklaut. Du bist aber auch einer. Wir versuchen alle ranzukommen. Nein, ich bin hängen geblieben. Ah, das war jetzt gut gewesen. Das war wirklich gut gewesen. Ja, komm. Oh. Komm, warte, her, Kumpel. Komm. Junge, wo. Oh. Ja. Ach, ey. Du bist schon voll im Schwitzen. Ich sitze hier schon beim Ventilator. Ich schwitze echt tierisch. Hier wuselt ja alles nur noch. Okay. Ja, komischerweise triffst du mich immer. Sehr schön. Ich sehe natürlich auch, okay, Chris Reality den Namen. Weil dann weiß ich, jetzt wird's gefährlich. Leute. Los, strengt euch an, kommt. Die Bäume gewinnen natürlich. Ich weiß gar nicht, was die Pilze zu sagen haben. Die kannst du springen damit, das ist ganz cool. Also schnelle Rennen bringt aber auch null, weil du dann immer sofort triffst. Aber zwei ist schon mal in Sicherheit gebracht hier. Echt? Naja, zwei sind schon bei uns im Ziel hier. Da muss ich mal hier. Ja. Ah,
Ah, ich hätte zurückgehen müssen. Habe ich dich noch mit dem Großen geholt. Boah, also. Komm, machen wir mal gespenstliche Schrecken. Uah. Also grafisch ist das auch ganz nett gemacht, muss man sagen. Mhm. Also hast du mich fast ausgetrickst. Okay. Nein! Jetzt bin ich von der Map gefallen. Ach, scheiße. Das war gut. Das war richtig gut. Ey, das kann doch nicht wahr sein. Der Baum kann sich gar nicht drehen. Doch, ich wohl. Boah, nach dem Map müssen wir wohl definitiv aufhören. Ich kann nur zu dir hin. Na, irgendwie? Außer du. Komm gar nicht in deine Nähe hier. Also kommst du immer, aber dann merke ich, ich gucke immer mal wieder rückwärts. Dann merke ich, da ist der Chris. Also ich hab alle meine Eicheln noch. Jetzt bin ich irgendwie durch die Map geklitscht und war auf einmal tot. Ich müsste den ja so packen können. Keine Chance, ne? Keine Chance. Ja, ist aber auch, weil die machen jetzt gar nicht mehr so mit wie eben noch. Das scheint die KI nicht gut genug zu sein. Weil hier verirren sich mal zwei vielleicht, aber das war dann auch schon. Mhm. Einer ist sowieso. Ach ja. Ah. Junge, 6-0, ey. Noch einer? Komm, machen wir noch einen, oder? Haben wir noch eine Map oder sind das schon alle? Abendrotfelder haben wir noch. Ich glaube, danach haben wir noch Launischer Sumpf. Sumpf hatten wir noch nichts, ne? Ja, komm, Abendrotfelder hört sich gut an. Und dann kann ich auch. Aber Verbindung ist auch stabil, da kann man echt nicht meckern. Also. Oh, die ist aber sehr gerade nicht die Map hier. Das heißt, da kommen auch wieder viele an. Das ist ja geil. Okay. Hey, ich habe mich nur im Busch versteckt hier. Im Busch wollte ich mich verstecken. Gibt's das? Oh ey, das kann nicht wahr sein. Los Leute, schnappt das Ding jetzt.
Jetzt hat er es aber. Ach, scheiße. Och nein. Da rollt hier so ein scheiß Ding von dir rum und es nimmt mich mit, ne? Jetzt aber schnell hier. Ja. Nein. Yes. Es wird auch mal Zeit, der Lego Mio. Die Eichhörnchen jetzt einmal punkten. Sieht aus, wenn du dich da drehst. Also ich krieg gerade gar nichts mehr gerallt, glaube ich. Hey, wo sind die ganzen Eicheln? Hey, ja, gewonnen. Eichhörnchen gewinnen. Guck mal, der Kleine da. Ja, echt nettes Game. Also wenn die Community darauf mal Bock hat, gerne unter die Kommentare schreiben. Dann können wir vielleicht mal einen Livestream veranstalten, wo dann alle sich einloggen können. Dann werde ich den Code freigeben und dann, dann geht's los. Kann man auf jeden Fall immer machen, wenn da Interesse besteht. Was sagst du, Chris, von der Handyseite aus? Ja, mein kleiner Finger ist eingeschlafen. Ich bin echt nicht gewohnt, mit dem Handy zu spielen. Ne? Das ist auch ganz was anderes, ne? Das ist, ja, man hält das Handy halt immer so fest, nicht immer wie bei Candy Crush Saga oder sonst irgendwas. Nee, aber Steuerung ist touch-typisch, aber gut gemacht. Ja, Kamera funktioniert auch, wie sie soll, also ist gut. Also ich finde, ein relativ kurzweiliges Game, was man einfach mal so zwischendurch mal zocken kann als Party-Game. Ne? Auch wenn man jetzt wirklich eventuell Besuch hat zu Hause. Handys hat ja jeder. Das gibt es auf Android, auf Apple oder iOS und dann kann es auch schon losgehen. Ne? Mhm. Ja, Leute, ich sage einfach mal Dankeschön fürs Zuschalten. Wenn ihr mehr sehen wollt, gerne mal ein Abo dalassen. Und der Kanal von Chris Reality, der ist unten in der Beschreibung verlinkt, also definitiv auch mal da draufklicken und mal Abo dalassen, auf jeden Fall. Der Chris ist so mehr der PC-VR-Pimax-User, oder? Das stimmt. Also wenn euch das interessiert, dann definitiv mal bei ihm raufschauen. Okay, Leute, Dankeschön fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.